So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Letztes Mal haben wir das Wasserlevel abgeschlossen und dann ein Rutschlevel gespielt, was ziemlich cool war. Also schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und jetzt spielen wir Arbor Casa. Ja, let's go. Okay, wir haben es mit diesen Plattformen zu tun. Das wird ein hektisches Level, wenn ich Pech habe. Wenn ich Pech habe, wird das ein sehr hektisches Level. Oh je. Kein Fan von diesen Dingern. Aber vielleicht hat das ja noch nicht so schlimm gebaut. Ich meine, bisher waren alle Level recht kurz immer. Also selbst wenn ein schlimmes Gimmick vorkam, war es eigentlich im ertragbaren Bereich, in Anführungszeichen. Okay, so. Da ist der Conan. Hat er nicht mal gesagt, in der Special World gibt es keinen Conan-Orb mehr? Gibt den Conan-Orb noch. Da wäre ein Spin-Jump angebracht gewesen. Okay, es geht zum Glück nicht nur mit den Zahlenplattformen, sondern es geht auch mit anderen Plattformen. Nö! Was war das denn? Wieso mache ich das denn kaputt an der Stelle? Ich will das doch mitnehmen. Dankeschön. Jeixen! Aber es passt, alles gut, alles gut. Okay, das passt, alles gut. Ist der jetzt gar nicht so schlimm. Bisher. Heißt das eigentlich einfach Baumhaus? Arbor, ist Arbor nicht sowas wie Baum und Casa ist Haus? Das Baumhaus? Ich glaube ja. Hausausbaum, wahrscheinlich Hausausbaum. So, was muss ich jetzt tun? Der Mond interessiert mich nicht. Aber ich denke, ich muss trotzdem hier drauf. Ja, ja, doch, passt schon. Mit dem Shelljump dann da oben drauf, okay. Ich denke, dann ist soweit alles richtig. Kann ich das nicht gleich hier machen? Dann brauche ich doch das da drüben gar nicht machen. Ach, so kommt man wahrscheinlich an den Mond ran, dass man hier den Shelljump ansetzt. Ja, dann holen wir uns doch den Mond. Okay, wir holen uns den Mond vielleicht auch doch nicht. Ja, aber ich denke, so kommt man an den Mond ran. Das müsste der Weg zum Mond sein. Ja, aber machen wir jetzt nicht. Ist in Ordnung. Da kommt irgendwas runter. Ah ja. Eine stabile Säge. Da kommt die Plattform, okay. Doch, das ist sehr schön gebaut. Ich hatte echt Angst, dass wir nur mit den Zahlenplattformen zu tun haben, aber es ist einfach ein sehr schönes Platforming-Level. Sehr angenehm. Mit Safe States natürlich. Ich muss das immer wieder dazu sagen, ne, dass wir hier selbstverständlich, also was heißt selbstverständlich, aber dass wir hier mit Safe States spielen, macht das Ganze natürlich deutlich leichter. Wenn ich also sage, ja, das war leicht, dann bezieht sich das natürlich immer darauf, dass ich es ja mit Safe States trotz allem gespielt habe. Kann ich die Shell hier mitnehmen, frage ich mich gerade, ob ich das soll. Ich glaube, das geht nicht. Nee. Nee. Nee, das geht nicht. Passt schon. Ich soll den Flügel-Cooper benutzen und dann den zweiten Cooper und dann passt die Geschichte. Ich kann die Shell nicht mitnehmen. Kann ich mir nicht. Also wenn jetzt eine Stelle kommt, wo ich eine Shell brauche, dann wissen wir Bescheid, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich mache es mir jetzt nicht wieder schwieriger, als es ist. Das habe ich jetzt schon mehrmals gemacht. Und immer dann, wenn Saria nicht dabei ist, weil er mich nicht davon abhalten kann, dumme Dinge zu tun. Ah, ich drücke hier falsche Tasten. Oh, zack. Ah, wir gehen hier rüber. Okay, alles cool. So, jetzt muss ich das gut timen. Ah, ich verstehe. Auch schöne Stelle. Hui. Oh, das war zu bald. Jawoll! Das war cool. Hätte ich das vorher starten müssen? Ist jetzt die Frage, wie man das starten muss. Also muss man schnell durch? Also muss man schnell durch oder geht es auch langsam? Weil ich kann es ja auch jetzt schon starten, ne? Das ist das Ding. Ich kann es auch ein bisschen eher starten. Na, so nämlich. Und dann werde ich jetzt noch ein bisschen weiter hinten die Plattform. Ja, das hat gepasst. Oh, da kommt was runter. Stimmt, da ist ein gelber, eine Münze.
Keine gelbe, aber eine Münze. Dass da was kommt. Okay, dann schicke ich die auch gleich los. Dann geht die da rein. Nee, stopp, stopp, stopp. Die behalte ich. Die behalte ich. Die gehört nicht da rein, die Shell. Die gehört... Wo gehört die Shell rein? Da gehört die rein. Weil sonst überlebe ich das nicht. Okay. Und dann geht die da rüber. Ich glaube, die Shell kriege ich nicht mehr. Ich glaube, die ist genau dafür da. Ja, weil dann überleben wir hier. Okay. Ich kann die auch nicht mehr holen, ne? Nee. Sterbe ich da oben? Ja. Okay. Also da muss ich jetzt hier ein bisschen auf dem rumbalancieren. Bis mich die Plattform wieder abholt. Und dann darüber. Cool. Da kann ich auch... Das ist zwar ein Flügelkooper, den ich mehrfach nutzen könnte. Aber ich sehe jetzt nicht... Es ist deswegen ein Flügelkooper, weil der hochspringt. Okay, da ist schon das Ziel. Ah, das muss getimed werden. Hat gepasst. Nice. Schön. Schönes Level. Die Special World hat bisher nur coole Level. Cogitans cum portis. Ja, let's go. Portal. Oh mein Gott, okay. Verstehe. Portal mit Kaizo-Elementen. Das wird ja interessant. Okay, ich brauche den Goombi. Aber ich brauche doch safe noch den Kollegen, der da jetzt drüben... Wait, so komme ich nicht mehr zurück. Nee, das kann es nicht sein. Warte, wo fährst du? Ah, okay, ich brauche dich, um da hinzu... Nee. Ich nehme mal hier Anlauf und versuche mal darüber zu springen. Ja. Dann brauche ich den zum Rückweg. Und jetzt müsste eigentlich der Typ halt noch da sein, dass ich den mitnehmen kann. Okay. Also das heißt, ich nehme hier direkt Anlauf. Das ist ein vertikales Level, deswegen ist der dann auch noch da. Genau. Ah, ich muss den da hochwerfen. Gecheckt, ich muss den gar nicht mitnehmen. Der ist für da oben. Okay. Und da kommt der Pilz jetzt dazu. Okay, und jetzt haben wir, jetzt sind wir erstmal safe. Jetzt haben wir alles getan, was wir konnten. Ich denke, wir haben jetzt noch nichts verpasst. Hoffe ich mal. Okay. Ich denke, dahin sollst du nicht. Aber geh erstmal dahin. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er hier weiterfahren sollte. Und jetzt... Ja, okay, der soll hier runter. Ja, jetzt passt's. Okay, perfekt. So, dann kommt er hier an. Und dann? Wo sollen wir dann hin? Ich habe das Gefühl, ich habe doch wieder irgendwas verpasst. Also weil es scrollt halt auch nicht nach oben. Ich weiß gar nicht, wohin ich soll. Ah, da, okay. Wobei, das geht auch... Das geht vielleicht doch noch. Das geht vielleicht doch noch. Ach so, ich bin ein Trottel. Ich kann mich ja hier hinstellen. Ja, und dann, wenn er springt. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Alles gut, alles gut. Wir haben noch alles im... Wir haben alles im Griff. Hab mich schon gewundert, wann das Portal-Gimmick wiederkommt. Da ist es. Und die sind jetzt noch nicht aktiv. Ach, da kommen Portale raus. Okay. Na gut. Ah, da brauche ich den zweiten für. Und den ersten. Okay, also erst mit dem ersten aufmachen. Ja, nicht so, sondern so. Ja, das war nichts, das ist... Okay, mit dem und dann mit dem hoch. Mit dem auf. Und mit dem hoch. Na, ich wette, ich muss groß bleiben. Ist ein bisschen blöd, dass man nicht sieht, was da oben kommt.
Aber vielleicht kann ich zumindest mal sehen, was kommt. Na. Ist noch nicht so das Gelb vom Ei. Hier nochmal. Aber vielleicht kann ich die auch anders... Also gut wäre es halt, die so zu timen, dass der eine kommt und der andere dann direkt danach. So, vielleicht kriege ich das ja hin. Warte mal. Ja, so nicht. Nee, so auch nicht. Na, immer noch nicht so ganz. Weiß nicht, ob man es hinkriegt. Oder ob der immer so komisch an... Dann. Aber er kommt halt schon sehr ungünstig, muss ich gestehen. Na, das ist... Ich denke, das kriegt man schon besser hin. Spiel mal ein bisschen rum. Es ist aber irgendwie fühlt es sich immer gleich an. Weiß nicht, ob das geht. So, das ist das Ding. Oh, lol. Es ist immer eigentlich fast der ähnliche Abstand, ne? Oh mein Gott, ja. Wenn ich halt zumindest mal hochgucken könnte, was da kommt. Oh, wait, what? Hä? Ich soll das gar nicht machen. Der soll hier runterkommen oder was? Soll der hier runter? Ich kann da ja gar nicht hoch. Oder doch. Also ich könnte halt schon da hoch, wenn der. Ah, okay, jetzt. Ja, wait, was sollen wir denn das jetzt bringen? Der fährt ja nicht da hoch. Hä? Jetzt bin ich komplett irritiert. Ich spule nochmal ganz, ganz schön weit zurück, dass wir die, damit wir die Zeit zurückbekommen. Also da oben kommt so ein Viech. Sparky oder wie die Dinger heißen. Jetzt wollen wir den gleich mal reinladen. Aber was, ich verstehe nicht ganz. Oh, ich kann mit dem da hoch. Aber dann ist der Block kaputt. Na, so wäre, aber das ist ja, nee, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Der kommt einfach nur da raus. Komme ich da oben eigentlich hoch? Also komme ich da oben raus? Ist da oben offen? Da oben ist nur der Mond. Ich muss hier oben... Okay, ich muss hier oben durch. Ach, stopp. Dann ist es gar nicht gedacht, dass ich den reinlade. Dann, okay, dann soll der erst kommen, wenn ich da oben drin stehe. Okay. Okay. Dann muss ich das schon so timen... Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Dann muss ich das schon so timen, dass ich mit ihm den aufmache. Mit dir muss ich den aufmachen und mit dem anderen... Ja, okay, okay. Mhm. Jetzt ist er wieder zu. Da geht er gerade wieder zu. Das ist ein schlechter State. Okay, nochmal. So.
Du musst schon schießen, du anderer. Ja, und dann muss ich da schnell reinrennen. Dann geht er in dem Moment hoffentlich wieder zu. Ja, es geht in die richtige Richtung. Dann muss es... Oh, das war ja gut. Die kamen sehr günstig eigentlich jetzt sogar. Okay, die kommen gerade sehr günstig. Und jetzt bleibt er stehen. Okay, und jetzt kann ich mit dem hoch. Nice. Puh. So, jetzt fährt er da rein und den brauche ich bestimmt noch. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen gleich. Okay. Da oben ist die Abfrage, dass man den Pilz noch hat. Ach nee, ich brauche den nicht mehr. Cool. Okay. Gut. Das war, Ich habe mich ein bisschen angestellt. Das tut mir leid. So, da unten ist ein blaues Portal. Wenn ich da reinfalle, komme ich da oben raus. Okay. Also muss ich vorher die Pflanze halt wegmachen. So, jetzt muss ich hier das Ding wiederholen. Da war auch sogar ein L diesmal. War sogar zweimal ein L. Brauche ich den nochmal? Nee, okay. Was kommt hier raus? Es geht einfach nur kaputt. Okay, das kann nicht das Rätsellösung sein. Ich meine, ich kann ja hier durch, so. Braucht den Block noch. Oh, jetzt wird's puzzelig. Oh Gott. Aber nicht sehr. Ich müsste... Ich verstehe halt noch nicht so ganz, was die Blöcke hier mir sagen wollen, aber... Ach, wait, ich bin dumm. Okay, jetzt. Und dann geht's hier... Okay, jetzt, ja, verstanden. Nimm den hier mit. Ich gehe hier hoch. Ich mache den Block weg. Und ich mache da unten noch auf. So. Jetzt muss ich den offen lassen. Offen halten. Ich weiß nicht, ob der es so lange hält. Ah, jetzt bleibt er da oben. Ah, das war dumm. Aktiviere den möglichst spät. So. Bleibt er schon offen? Reicht es? Bestimmt nicht. Ja, genau. Aber den kann ich jetzt auch nicht offen lassen, weil der jetzt in mich reinrennt. Dann soll der mal eine Runde hier nach da ist laufen. Nee, so ist das auch Quatsch. Nee, das ist schlecht. Da muss ich ihn vielleicht doch gleich drücken, damit ich den offen... Also damit ich das Aufdrücken machen kann. Bevor der da reingeht. Da muss ich ihn noch ein bisschen schneller. So, dann soll ich hier oben erstmal eine extra Runde drehen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wobei, wenn der da oben... Ja, es ist vielleicht doch verkehrt, weil er dann da oben nicht mehr durchkommt. Wir machen das nochmal zurück. Bis zu der Stelle, wo ich den Block nehme. Ich denke, wenn ich das alles ein bisschen schneller mache, dann läuft es auch besser. So. Dann habe ich nämlich auch mehr Zeit, den Block... Dann habe ich nämlich auch mehr Zeit, den Block in der Hand zu halten. Ja, doch, das ist jetzt, glaube ich, besser. Das müsste jetzt besser sein. Ja, das passt. Ja. So, jetzt löst er mich hier den P-Switch aus. Genau. So, jetzt kann ich einerseits zurückgehen. Oh! Hätte ich hier kaputt machen sollen? Das geht aber nicht. Oh, das doch, das geht. Das geht sehr wohl.
Jetzt muss ich nämlich hier den Kollegen holen. Nein, ich habe den Münzen da oben nicht kaputt gemacht. Ups. Mein Fehler. Ja, ich beeil mich ja. Liebes Spiel. Hetze mich nicht. Huch. Die Frage ist halt, wie schnell oder wie eng ist das jetzt hier alles bemessen, aber ich hoffe nicht sehr. Weil ich könnte natürlich auch hier durch die Lücke jetzt dadurch, dass ich ein bisschen vor dem Ding bin. Aber ich meine, wenn man sich das so anschaut, ja. Passt locker. Passt locker, versaus trotzdem. Ich bin vor dem Ding da und versaus. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, aber das ist nicht auf schnell gemacht. Das hat einfach gepasst. So. Und jetzt gibt's wieder das Ziel. Und es muss halt passen. Passt. Schön. An der einen Stelle war ich ein bisschen confused, aber das war meine eigene Schuld. Es wäre eigentlich so gegangen, wie ich es von Anfang an vermutet hatte. Ich habe mich dann nur verwirren lassen. Okay. Das soll es jetzt auch erstmal wieder mit den sagenfreien Parts gewesen sein. Zwei Folgen reichen auch erstmal. Dann sollte es jetzt eine Zeit lang laufen wieder. Weil wir haben jetzt aktuell noch drei Folgen über. Ja, doch, das passt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.